Ich darf Sie nochmal recht herzlich willkommen heißen, liebe Handballfreunde, zum Trainergespräch nach dem 17. Spieltag in der dritten Handball-Bundesliga Süd. Rhein-Neckar Löwen gegen den VfL Pfullingen. Halbzeitstand 20:10, Endstand 36:32. Das Ganze vor 43 Zuschauern in der Kronauer Trainingshalle. Beste Torschützen von den Gästen, die 24, Jason Illich mit 7 Toren. Und von Seiten unserer Löwen David Moret mit auch 7 Toren. Dann darf ich begrüßen zu meiner rechten Gästetrainer Daniel Back und zu meiner linken unser Trainer Alex Bossert. Wie immer hat zuerst das Wort der Gast. Daniel, dein Statement bitte. Ja, guten Abend. Alex, erstmal Gratulation von mir an dich und dein Team zu einem absolut verdienten Sieg. Ja, wo fange ich an? Ich glaube, in der ersten Halbzeit, ich denke, erste Abwehraktion von uns war wirklich ordentlich. Schaffen es dann in Rhein-Neckar-Löwen 2 eine Zeitspielsituation zu bekommen. Fällt dann doch ein Tor über den Freiwurf. Wir laufen dann nach vorne und dann nimmt das Unheil so ein bisschen seinen Lauf. Vor allem so ab Minute 10 bis 12, wo wir dann gar nicht mehr einen Zugriff auf das Spiel bekommen. Vorne ganz, ganz viele Ballverluste haben, die dann zu einfachen Gegenstoßtoren beim Gegner geführt haben. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man mit 20:10 in die Halbzeit geht. Wir haben dann in der Halbzeit natürlich schon ein bisschen miteinander, ohne dass ich da jetzt rumgeschrien hätte, weil ich glaube, das hätte zu dem Zeitpunkt keinen Sinn gemacht, dass wir uns vor allem anders präsentieren wollen. Ich denke, das ist uns ein Stück weit auch in der zweiten Halbzeit gelungen, ein anderes Gesicht zu zeigen, mit mehr Freude, mit mehr Emotionen. Nichtsdestotrotz war es so, dass wir dann taktisch uns stark verändert haben, unseren Plan, ich würde nicht mal Plan B sagen, sondern eher den Plan D bis E, dann aufgefahren haben mit einer 4-0 plus 2, plus dann auch mit einer im Angriff dann im 7 gegen 6 bis zur 50. oder 55. Minute agiert haben, wo wir dann doch Tor um Tor aufgeholt haben. Die Hypothek war aber zu groß und ich möchte es auch gleich sagen, das ist auch nicht das Spiel, das wir haben. Also wir haben vor allem in der ersten Halbzeit das, was uns eigentlich auszeichnet, das heißt, in die Tiefe zu kommen, aus der Nahdistanz Tore zu erzielen, das haben wir in der ersten Halbzeit gänzlich vermissen lassen und deswegen kam dann dieses Halbzeitergebnis zustande. Nochmal Gratulation zu dem verdienten Sieg. Wir müssen uns wieder auf unsere Basics fokussieren und dann gucken, dass wir nächste Woche erfolgreicher sind. So, Alex, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, schönen guten Abend an alle, die ich noch nicht gesehen habe. Schönes und gutes, erfolgreiches, gesundes neues Jahr. Danke, Daniel. Erste Halbzeit waren wir richtig, richtig gut drauf. In der Abwehr, Mats Grube im Tor, super unterstützt. Pfullingen in schwierige Wurfposition gebracht. Pfullingen lebt insbesondere von der zweiten Welle über die halblinke Seite. Das hatten wir sehr, sehr gut im Griff mit Elias und mit Fabian auf der rechten Außenbahn. Und da sind wir zu einfachen Toren gekommen und haben, denke ich, dann auch zur Halbzeit verdient, so hoch geführt. Zweite Halbzeit, dass es ein bisschen ein schwereres Spiel wird und Daniel sich da was überlegt, das war klar. Das bleibt ein bisschen übrig auch, weil wir das dann nicht so gelöst haben, wie wir es eigentlich von uns selber erwarten und erhofft haben. Dann wurde es ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel. Nicht schön, aber am Ende des Tages erfolgreich und das ist das, was wir mitnehmen. Und auch da, wenn uns vor dem Spiel einer gesagt hätte, wir nehmen das Ergebnis mit, hätten wir es unterschrieben. Und deshalb muss ich auch ein bisschen gucken, dass ich da zufrieden mit bin und nicht die zweite Halbzeit so ganz viel im Kopf umstellen. Daniel, die Saison, wir sind jetzt nach 17 Spielen. Wie zufrieden bist du bis jetzt und was habt ihr euch noch vorgenommen für den Rest? Ja, grundsätzlich hatten wir eine schwierige Saison, oder haben wir eine recht schwierige Saison. Wir haben letztes Jahr, ich glaube, brauche ich es nicht nochmal erzählen, wie es da in Konstanz gelaufen ist. Das ist natürlich emotional schon ein ganz schöner Nackenschlag für so eine Gruppe, wenn man da ungerechtfertigterweise dann weitere Aufstiegsspiele verweigert bekommt. Man muss sich das emotional so vorstellen, dass man dann im Bus sitzt und plötzlich ist es vorbei. Also das innerhalb von 10 Sekunden ist plötzlich die ganze Saison vorbei, sodass wir da schon Schwierigkeiten hatten, uns wieder zu sammeln. Wir hatten dann eine schwierige Vorbereitung, wo uns dann beide Kreisläufer im zweiten Saisonspiel gegen Horkheim ausgefallen sind. Mit Julian Mühlholz und mit Nils Röller mussten dann jemand nachverpflichten und sind dann so ein bisschen. Dann kommen Erkältungen, Verletzungen hinzu und dann rettet man immer nur noch jede Woche irgendwas, muss man jemand Neues einbauen, der dann irgendwie aus einer Verletzung zurückkommt oder jemand anders hat sich verletzt und muss jemand anders auf einer Position einspielen, sodass die Hinrunde tatsächlich
von der Konstellation her für uns keine einfache war. Ich möchte nicht sagen, dass es andere Mannschaften auch nicht auch haben. Natürlich, alle Mannschaften haben mit Verletzungen zu kämpfen, alle Mannschaften haben Krankheiten gehabt. Ich denke, das ist völlig normal. Trotzdem hat es uns, für mich, hat es die ganze Sache ein Stück weit erschwert, weil wir keinen Rhythmus gefunden haben in unserem Spiel, wo ich so sage, okay, auf das können wir uns kontinuierlich verlassen. Und daher bin ich mit der Punkteausbeute, die wir bis zum jetzigen Zeitpunkt gemacht haben, eigentlich wirklich zufrieden. Ich finde, dass wir immer noch Tuchfühlung nach oben haben. Natürlich haben wir jetzt heute hier, nächste Woche Fürstenfeldbruck, die Woche drauf gegen in Oppenweiler und dann gegen Leutershausen jetzt die absoluten Top-Teams bis Anfang Februar vor der Brust und müssen gucken, dass wir da punkten. Nach der heutigen Leistung kann man sich es kaum vorstellen und müssen jetzt gucken, dass wir da die Köpfe hochkriegen und dann die nächsten Wochen besser gestalten. Dabei wünschen wir euch natürlich einen guten Erfolg und bleibt verletzungsfrei für den Rest der Saison. Dankeschön. Alex, wir haben vor Weihnachten mit Lukas Sauer und heute dann Jan Kraft zwei Spieler zurückbekommen. Sauer heute mit 3 und Jan Kraft mit 5 Toren. Wie wichtig sind die beiden für den Rest der Saison? Ja, ganz wichtig, sonst hätten wir sie nicht geholt. Lukas, denke ich, muss sich noch ein bisschen akklimatisieren. Der hat eine super Achse gehabt mit dem Kreisläufer an Schwetzing. Das merkt man jetzt an seinen Pässen, dass das noch ein bisschen fehlt. Aber da ist er alt und erfahren genug, dass ich mir auch sicher bin, dass wir zusammen auch unsere Kreisläufer so weiterbringen, dass das auch wieder eine Achse wird. Aber er ist wichtig für unser Spiel, weil er ein guter Spielmacher ist und dem seine Zeit wird noch kommen. Mit Jan Kraft war ich heute super zufrieden. Man merkt einfach die letzte Woche über, dass es wie so ein Pflänzchen ist, was eingegangen ist. Und er hat jetzt ein bisschen Wasser bekommen und Dünger bekommen. Und das hat man heute schon gesehen, dass der sich super wohlfühlt, dass der in die Mannschaft reinpasst. Und da sind wir auch sehr, sehr froh. Zumal jetzt auch die wichtigen Spiele der A-Jugend so langsam anstehen und wir einfach mehr Rangiermasse haben mit Daniel, beide Mannschaften so zu besetzen, dass sie erfolgreich sind. Und deshalb sind wir froh, dass beide da sind. Thank you.